Phil, mein Lieber, grüß dich. Schönen guten Tag, Sebastian. Hallo, freut mich. Hallihallöchen, genau, wir sind jetzt live. Wir sind live, Und okay. genau, wir sind live. Und du bist ein bisschen aufgeregt? Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ist mein erstes Mal, dass ich Hm. auch vor Hm. Publikum live im spreche. Internet mich Ja. bekannt gebe. Ja. Aber ich freue mich, das mal teilen zu können. Und ja. Genau. Vielleicht mal, damit wir so ein bisschen ins Eis brechen, wie bist du denn auf mich aufmerksam geworden? Auf dich aufmerksam geworden bin ich. Ich habe mich damals ziemlich mit Sucht beschäftigt und dann auch gerne Podcasts gehört und Aufklärungsvideos. Und du wurdest mir dann auf Spotify vorgeschlagen. Sehr schön. Und ich habe immer während der Autofahrt mit meiner Mutter deine Podcasts gehört und wir sind total, ja, haben uns total Sag's doch, ihr seid gut, Fans. ja, wir sind Genau, Fans. sag das ruhig. Ich höre das Mir hat gerne. das Wort gefehlt. Ja, genau. Also das finde ich ja nice, mit deiner Mutter zusammen meinen Podcast im Auto gehört. Ja. Okay. Was sagt denn deine Mutter so dazu? Ja, also meine Mutter, die ist total irgendwie, also die lacht über dich, also die findet dich total sympathisch und kann total viel mitnehmen, weil das auch so verständnisvoll und gut erklärt wird und auch nicht so schwer umschrieben ist, sondern dass halt auch alles so Real Talk ist und sie nimmt da halt total viel mit. Ist halt sehr ungefiltert alles. Ja, genau. Ja, und wird nicht irgendwo versucht, irgendwo einen Kontext zu packen. Machen wir schon irgendwo. Aber es ist ja doch dann sehr Real Talk-lastig und Ja, sehr genau. ungefiltert. Ja, das finde ich gut. Finde ich schön, dass wir da auch deine Mutter ansprechen. Ja. Grüße gehen raus an deine Mutter. Bestell dir mal einen schönen Sie ist Gruß. gerade im Stream. Sie ist gerade im Stream. Sie Okay, dann guckt zu. gehen natürlich Grüße raus an Phils Mutter. Mein Lieber, aber es hat natürlich einen Grund, warum du mich angerufen hast. Ja. Genau. Ich habe auch ein bisschen was gelesen, haben wir vorhin schon besprochen. Fang doch mal mit dem Ist-Zustand an. Was geht gerade so bei dir? Und dann können wir uns ja mal so durch die Vergangenheit arbeiten. Ja, genau. Also mein jetziger Alltag sieht so aus, dass ich in der psychosomatischen Tagesklinik bin. Allgemein habe ich gerade also sehr gute Tagesstruktur, auch eine große Motivation und Interesse am Leben. Habe Hobbys, beziehungsweise gehe zum Sport und spiele Volleyball im Verein und habe Ziele und auch Perspektive. Was das gerade alles ein bisschen schwer macht, ist, dass mein Körper viel aufarbeiten will, was so die ganzen Jahre unterdrückt worden ist. Meine Gefühlswahrnehmung ist meistenteils ziemlich unangenehm, schmerzhaft und auch so mit Schuldgefühlen verbunden, was ich dann aber erlernt habe zu akzeptieren, weil es der Heilungsprozess ist und ich damals immer gedacht habe, wenn ich mich jetzt so schlecht fühle, dann muss ich konsumieren, aber um abstinent zu bleiben, muss ich das halt so fühlen und ja. War ja schon ganz viel. Erklär doch mal für Außenstehende, was eine psychosomatische Klinik ist. Was passiert da gerade? Genau, also ich habe quasi es gibt ja auch ambulante Psychotherapie, dass man einmal die Woche zum Verhaltens- oder Tiefenpsychologen geht. In der Tagesklinik ist es so, dass man quasi wie einen Arbeitstag hat von 8 bis 15:30 Uhr und diese Tagesklinik basiert auf Gruppengespräche. Dass wir quasi eine 12-Mann-Leute sind oder 12 Leute sind und wir gar nicht das Thema Sucht haben, sondern allgemein psychiatrische Erkrankungen und wie man im Leben klarkommt. Genau. Und ist das so, dass du da stationär in der Woche bist und nur am Wochenende zu Hause oder wie läuft das? Genau, also Teilstationär quasi. Okay. Wie bist du da hingekommen? Was ist passiert? Ich habe vor 6 Wochen meinen Entzug gemacht Von? und von Opioiden. Der ging auch 52 Tage lang und Heftig. ja. Und wurde mir dann sehr geraten, in so eine Tagesklinik zu gehen, um ein bisschen an der Ursache und am Kern zu arbeiten und um halt auch vielleicht irgendwie in der Diagnostik ein bisschen was zu gucken und so meine Persönlichkeit ja so ein bisschen zu gucken, wie das denn gerade alles aussieht und wie man das so einschätzen kann. Und ja, da bin ich jetzt seit 6 Wochen und jetzt so langsam fängt es auch erst richtig an, dass man da so Therapie macht, dass alles so ein bisschen aufgearbeitet wird und so. Das dauert dann immer ein bisschen. Ich habe parallel dazu meine deine Nachricht nochmal gelesen. Also wir können ja da erstmal stehen bleiben. Ja? Also es geht hier um einen fetten Opioidentzug.
Ja. Und zwei Sachen, die mir auffallen, die würde ich gerne mal droppen, dazu kannst du ja was sagen, also damit man auch mal Ja. eine Vorstellung bekommt. Du schreibst, mein zweiter Entzug mit 19, 800 Milligramm Oxycodon täglich. Ja, Das ist also eine eine Ansage. kranke Milligrammanzahl. Ja. Das Problem damals war, ich habe finanzielle Mittel gehabt, dadurch, dass ich von meinem Opa so eine Geldsumme bekommen habe. Und das war so das Problem. Ich habe keinen Bezug gehabt auf höhere oder ja, schwerwiegende Opioide wie Fentanyl oder so. Das ist vielleicht so ein bisschen Glück gewesen, aber meine Toleranz, die war so hoch, dass ich bei 800 Milligramm Oxycodon war, also quasi ein Blister, 80 Milligramm Tabletten, 10 Stück. Alter, Und Wahnsinn, die ja. brauchte, um überhaupt, ich hatte ja dann auch kein Rauschempfinden mehr. Es war auch nicht nur so, um den Entzug zu denken, sondern ich war halt einfach total vernebelt. Also ich hatte nur Nebenwirkungen. Wenn ich mir das so vor Augen halte, diese Zahl, was das eigentlich für eine letale Dosis, also eine tödliche Dosis ist, ist es krank, was der Körper bei Opioiden für eine Toleranzentwicklung hat, dass das so ausgehalten wird. Und das war so diese Hochzeit, wo ich dann halt auch, aber wirklich, mein Lebenszustand, hat sich, also das war Dein Leben Katastrophe. hat Und sich eigentlich vor dir aufgelöst. ja, genau. Ja. Und das waren dann halt auch am Tag um die 120 Euro. Also das ging auch nicht auf lange Zeit gut. Zu den Ursachen und der ganzen Entwicklung kommen wir vielleicht später, ja, weil mir Ja. fällt jetzt auch gleich, also wir merken erstmal, also massive Opioidmissbrauch. Und jetzt hast du noch ein Wort getroppt in der Nachricht. Ich Ja. lese mal kurz vor. Im März diesen Jahres erfolgte mein dritter Entzug ohne Erfolg. Es kam noch viel schlimmer, da sich, das habe ich noch nie gehört, heißt das jetzt Phenibut? Nee, Phenibat. Phenibut. Ja. Also, das wird Englisch ausgesprochen, oder wie? Genau. Was ist denn das? Ja, ich frage mich auch, ob das einer kennt, der gerade vielleicht zuguckt. Höre ich das erste Mal auf dem Kanal jetzt hier, muss ich echt Also sagen. Phenibat, ich versuche das mal in eigenen Worten zu erklären, ist quasi auch aus der Gruppe der Gabapentinoide, wie Lyrica, also beansprucht die GABA-B-Rezeptoren. Wurde damals 1970 bei der Sowjetunion gegen Russen, genau, Angstzustände oder bei ja. den Russen gegen Angstzustände verschrieben, als Medikament war es angesehen und ist aber gerade derzeitig eigentlich in Amerika als Sportmittel, also als Diätmittel, Sportmittel wird es vermarktet. Ist eigentlich illegal in Deutschland, man kann es trotzdem online erwerben und die Wirkung ist mehr subtil, aber irgendwie so eine Mischung aus Amphetamin und Benzodiazepin. Also du hast total die Power, aber auch total die angstlösende Wirkung. Ich bin denn damals, also ich habe die Leute, man hat so quasi so eine Manie, so eine Euphorie, wenn man das nimmt, dass du wirklich auf die Straße gehst und Leuten Komplimente machst, also in höheren Dosen und Leute ansprichst und Also so, überhaupt so. keine soziale Distanz mehr. Nee, also auch gar Ja. kein Schamgefühl und Ja. du quasi irgendwie so das Bedürfnis hast, sowas bei mir, Leuten einfach Komplimente zu machen oder so. Oder ich hatte Ergotherapie und habe dann gar nicht wahrgenommen, wie doll ich geschleimt hat. Und das ist dann auch schon so alles aufgefallen. Geschleimt, also im zwischenmenschlichen Miteinander. Ja, genau, ich habe halt die ganze Zeit so Komplimente gemacht, so voll drüber. Aha. Und mir kam das so ein bisschen so vor auf Fenibat, als wäre das, ich weiß nicht, ob man den Film Limitless kennt, als wäre das so eine Smart Drug, die ein bisschen irgendwie, also die einen schlauer macht. Ich glaube, das lag daran, dass ich einfach fokussierter war und mein Gehirn so ein bisschen besser gearbeitet hat. Aber ich habe das Gefühl gehabt, ich war schlauer. Also, Würde mal kurz das vorlesen, weil du hast schon recht gehabt. Also Phenibut wurde in den, ich habe gerade einen Wikipedia-Artikel hier auf. ja. Phenibut wurde in den 60er Jahren in der ehemaligen Sowjetunion, also du hast schon recht gehabt, Russland war falsch, Sowjetunion, ja, synthetisiert. Seitdem wurde es zugelassen 1965 in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Darum ist es, denke ich mir, auch eine typische Ostblock-Substanz, Ja. ja, von posttraumatischen Belastungsstörungen, Angstzuständen und Schlaflosigkeit angewandt. Phenibut ist in Russland, Lettland sowie anderen osteuropäischen Ländern zugelassen zur Behandlung von Angst- und Unruhezuständen, Schlafstörungen, Stottern und Tickstörungen bei Kindern und bei Reisekrankheit. Ja, irgendwie dann überall anwendbar, aber
Ja, also. Aber wie, Moment mal, wie kommt man jetzt vom Oxycodon auf Fenibut? Wie ist da die Karriere? Oh Gott, wie war das? Das war eigentlich, ich bin, ich war auf ganz vielen Foren unterwegs, wo ja wirklich, wo ja so Sachen wie so unbekannte Substanzen, jetzt zum Beispiel auch Kratom oder so, wo da wirklich Berichte drüber stehen. Und da war mal irgendwann das Wort von Fenibut. Und da haben die gesagt, da waren dann Userberichte und dann hat da eine geschrieben, Fenibut hatte eine größere Euphorie von MDMA. Und ich war dann da mitten in meinem Entzug. Das war jetzt März diesen Jahres, als ich dann in diesen Foren unterwegs war. Und habe halt gelesen, da gibt es was im Internet, was legal ist, was nicht auf meine Opioid-Rezeptoren angreift. Das heißt, Ah, ich habe da nicht das war sofort der einen Grund auch. Entzug. Verstehe, Ja, okay. Ja, genau, ja. dass ich halt nicht sofort entzügig bin und was missbrauchsfähig ist und mir vielleicht irgendwie dann den Alltag hilft. Und das war total krass. Also, ich habe jeden Tag Sport gemacht, 2 Stunden. Ich bin durchgelaufen. Ich hatte so eine Power. Also es war krass. Also entgegen meiner Vermutung ist Fenibut bei vielen Leuten bekannt hier im Chat. Okay. Ja, und manche sagen, das ist jetzt nur ein Detail, dass es eigentlich Fenibut ausgesprochen wird. Aber wir nennen es mal weiter Fenibut, klingt irgendwie fancier. Ja, und Irene schreibt, Fenibut ist legal, glaube ich, weiß ich es nicht. Und Melvin schreibt, Fenibut ist ganz nice, ist wie ein schwaches Benzo mit wenig Nebenwirkungen. Ja. Kann ich vergleichen, also kann ich, gehe ich mit, wenn man so 500 Milligramm bis 1 Gramm konsumiert. Wenn man dann aber irgendwann nachher bei 20, 30 Gramm ist, ist das dann schon, ja, irgendwie dann Was passiert auch, dann? Dann macht man Leuten Komplimente. ja, man ist da halt drüber. Also man ist himmelig, man kann nicht still sitzen, man kann, muss die ganze Zeit aufstehen, unterwegs sein, also so total, als hätte man Bewegungsdrang. Und ich hatte damals eine Überdosis von Fenibut, Wie worauf, äußert sich die? also ich bin eingeschlafen und aufgewacht. Und da hatte ich die Überdosis wahrgenommen, dass ich war in einem Wachschlafzustand und musste von einem Notarzt aus meiner Wohnung getragen werden, da ich es gerade so geschafft habe, meine Mutter anzurufen und auch nicht wirklich was sagen konnte. Ich habe einfach gesagt, ruf einen Notarzt, also der Zustand war so schlimm, dass ich wirklich Gedanken daran hatte, das zu beenden. Und ich musste dann von einem Notarzt aus meiner Wohnung geholt worden. Und ich war in so einer Dissoziation, Derealisation, dass ich nicht reden konnte und das dann wirklich lange gedauert hatte, bis ich wieder zum Klaren kam, weil Fenibut wirkt 24 bis 48 Stunden tatsächlich. Also, Übrigens bin ich gerade auf Amazon, wo man das bestellen kann. ich glaube, das ist aber ein homöopathisches Fenibut, Ah, was okay. glaube ich. Na, hier steht sowas, GABA 3000. Das ist dann GABA, naja, gut, wir wollen es nicht im Detail verlieren, aber das ist eigentlich jetzt nicht das, was du meinst. Nee. Ja, das ist hier Gamma-Aminobutyric Acid. Naja, okay. Anyway, ja. Fenibut. Okay, noch nie gehört, Fenibut. aber scheint es anscheinend doch öfter zu geben. Ja. Genau, und das war letztendlich das Ende deiner Opioid-Benzo-Karriere. Nee, das war im März, da habe ich mit dem Fenibut angefangen und als dann der Entzug durch war, ich war dann nach der stationären Aufenthaltes auch wieder auf einer anderen Station, auch wieder psychosomatisch und da habe ich dann aber auch wieder angefangen, Opioide zu konsumieren und habe quasi Fenibut und Opioide zusammen konsumiert, was man sich so vorstellen kann, als würde man Opioide und Pregabalin nehmen, also es ergänzt sich beides und verstärkt die Wirkung und ich habe dann immer, bei mir hat Fenibut auch so gewirkt, es hat den Opioidentzug total gelindert. Also auch quasi wie ein Lyriker. Und ich konnte dann immer so ein bisschen switchen, dass ich nicht so komplett abhängig bin von einer Sache, aber das hat sich nachher auch so entwickelt, dass ich beides täglich konsumiert habe. Und das Fenibut auch erst vor ein paar Wochen selbstständig kalt entziehen konnte. Wie so ein Fenibut-Entzug, wie äußert er sich? Schlimm. Schlimm, okay. Vom Körperlichen her ist ein Opioidentzug viel unangenehmer. Ein Fenibutentzug hat sich bei mir so gezeigt, ich hatte einen Rebound-Effekt, also quasi meine Ängste wurden total unterdrückt. Und ich habe dann in der ersten Nacht auf Fenibut, ich hab so dolle Angst gespürt innerlich, dass man in so einen psychotischen Zustand gekommen ist. Ich bin die ganze Zeit vor meine Tür gegangen, habe zugeschlossen, mein Fahrrad angeschlossen, ausgeschlossen, habe so am Fenster gehört. Und man hat total
Angst. Es entwickelt sich nicht in eine Panikattacke, aber totale Angst. Man zittert wie auf einem Alkoholentzug, also total doll. Man kann nicht schlafen, und es ist unangenehm. Ich musste das dann, oder ich habe es dann gelindert, indem ich Alkohol getrunken habe. Und das lindert den Entzug vom Phenibut, weil es auf die gleichen Rezeptoren wirkt. Sonst habe ich das auch nicht, sonst war das kalt. Stand im Internet, soll man es nie machen, man sollte, muss sich da wirklich runterdosieren, und ich wollte es aber unbedingt hinter mir haben, und Kenne das ich. ging dann so 5 Tage, und dann konnte ich es dann halt auch komplett sein lassen. Ich war in der Zeit auch bei meinen Eltern, damit das alles unter Beobachtung so ein bisschen ist. Ja, genau, war auch krankgeschrieben aus der Tagesklinik. Die wussten das nicht, aber ja. Ich musste damit aufhören. Ich konnte gar nicht mehr arbeiten, wenn ich irgendwie sowas noch im Körper habe. Und momentan komplett clean. Komplett clean, ja. Wie geht's dir damit? Das ist gerade, also mein Problem ist, ich möchte viel zu sehr alles, also ich will alles Du willst ganz schnell alles auf haben. einmal und ganz schnell hinter dir lassen. Ja, Und genau. das Ich möchte ist dir jetzt, nicht gegeben. ja, ich möchte jetzt wieder den und den wiedersehen, ich möchte jetzt wieder das und das erleben, und ich nehme mir nicht wirklich achtsam Zeit für mich selbst, und das muss ich gerade machen. Auch wenn es da manchmal schwierig ist, das größte Problem ist auch, mir darf nicht langweilig sein. Ich muss mich permanent ablenken, schaffe ich aber ganz Sonst gut. kommst du auf dumme Ideen. Ja, sonst komme ich auch, sonst steigere ich mich auch viel zu doll rein, und ich habe bemerkt, wenn ich eine Struktur habe und zum Sport gehe oder auch so Familie treffe, dann kommt man auch gar nicht so schnell in den Suchtdruck rein. Also es gibt akuten Suchtdruck, der kommt einfach. Aber manchmal, wenn ich so am Tag weiß, was ich vorhab, komme ich gar nicht so schnell in so einen Gedanken von Suchtdruck rein. Das habe ich auch gemerkt, was mir auch sehr hilft. Also ich sag mal so, Leerlauf ist gefährlich. Ja, Leerlauf ist gefährlich. Muss ich zwar auch mit umgehen können, aber gerade noch nicht. Naja, das ist ja ganz spannend, weil ich sag mal, was ich jetzt gerade so wahrnehme, du bist ja jemand, der, ja, also von der Persönlichkeit her aufgeweckt, intelligent, sich gut artikulieren kann. Und ich denke, das Danke. ist wie bei vielen so ein Kampf zwischen zwei Persönlichkeiten. Es Oh gibt ja. den Phil, der jetzt, mit dem ich gerade telefoniere, wo man denkt, was hat er eigentlich für ein Problem? Ja, und dann gibt es eben den Phil, der schwach ist, der nachgibt, der vielleicht Themen hat, die er betäuben will. Und da würde ich jetzt gerne mal den Schwenk machen, in die Vergangenheit. Also ich meine, Ja. hast ja geschrieben, es ist ja gekippt so mit 14 Jahren. Ja. Ja, fang doch da mal an. Mit 14? Ja, wenn du denkst, Genau. das ist so der Anfang dieser Geschichte jetzt, weil ich denke, Ja, ja. also ich will vorab erzählen, dass ich bis zu meinem 3. Lebensjahr mit einem alkoholkranken Vater aufgewachsen bin. Ja gut, dann erzähl da mal was davon, das finde ich auch gut. Nur kurz eingehen, wo ich wenig Erinnerung habe, also nur so ein paar, was meine Familie gut verstecken konnte, sage ich mal, und mich trotzdem gut erziehen konnte. Genau, bis zum 11. Lebensjahr hatte ich quasi einen Ziehvater, war auch total sozial integriert, viele Freunde, Fußballverein, wollte zur Schule gehen. Also Ziehvater heißt jetzt neuer Partner deiner Mutter. Nee, der ist ab meinem 11. Lebensjahr haben die sich getrennt. Der Ziehvater. Ja, also der war vor meinem 3. oder 4. Lebensjahr ungefähr bis zu meinem 11. Vater. Das war da. Aber das war der Partner deiner Mutter damals. Genau. Okay, weil Ziehvater ist ein bisschen, klingt ein bisschen komisch. Ach so. Ja, naja, wie auch immer. Ja, aber ich verstehe, was du meinst. Ich wollte es nur einordnen. Ja. Okay, gut. Bis zum 11. Lebensjahr, dann haben die sich Genau. getrennt, wie es halt manchmal so ist. So, und dann kommt so die jugendliche Phase. Ja, genau. Dann Okay. kam nämlich der Wechsel aufs Gymnasium, und da haben sich meine Noten deutlich verschlechtert und meine Ansicht gegenüber der Schule auch. Ich habe dann ja so ein bisschen bis 15 durchgezogen, damit klarzukommen, habe dann aber eigentlich total die Hoffnung gegenüber der Schule aufgegeben. Ich habe die überhaupt nicht mehr ernst genommen. Woran lag das? Hatte, Woran lag das? ich glaube, an meiner Notengebung. Also Es war Frustration. ja, total. Ich war in der vergangenen Schule halt. Grundschule? Genau, auf Olympiaden und alles und so. Und dann war das für mein Ego so frustrierend, dass ich nachher auch gar nicht mehr zur Schule gegangen bin, weil ich dachte, wenn ich jetzt so so scheitere, dann brauche ich da nicht hingehen. Also dann habe ich versagt. So. Also ich habe Also es war eine Vermeidungstaktik. ja, kann man so sagen, genau. Kann man heute Ja. so im Nachgang so betrachten. Ja? Also es war eine Vermeidungstaktik, es war die Angst vor der Enttäuschung, es war die Angst vor neuer Frustration. Ja. Finde ich auch dramatisch, ja, dass eigentlich, weil
du hättest das sicherlich gepackt. Ja. Ja. Aber dass Schule so, und ich bin ja Schulsozialarbeiter, also ich bin in dem Thema drin, Ja. dass Schule so was Mächtiges, Bedrohliches sein kann, dass da auch richtige Lebenskarrieren zerbrechen. Ja. Genau. Und okay, und dann hat man natürlich die Frustration und den Weggang und das Vermeiden und das sicherlich damit einhergehende schlechte Gewissen Ja. betäubt. Genau. Also was ich noch sagen wollte, ich habe damals auch sehr gedacht, dass ich dass ich gegenüber meiner Familie versagt habe, weil die so Ansprüche auf mich hatten. Machen wir das mal, beschreib mir das mal. Was meinst du damit? Ich wurde oft von einer Seite meiner Familie mit Geld belohnt, wenn ich gute Noten geschrieben habe, und mir wurde Druck gemacht, dass, wenn ich keine 4 auf dem Zeugnis habe, 500 Euro bekommen, so eine Sachen. Oh, ist aber Und schon amtlich, okay. ja, genau, das war auch der, naja, und dann hat man sowas nicht geschafft, und Das war dann, das Versagen dann. ja, genau. Und ja, dann begann es. Finde ich mal, Entschuldigung, ich muss mal kurz stehen bleiben. Also, das ist ja auch eine Botschaft an die Älteren, dass eben so Geldgeschenke für Noten eigentlich, wie es bei dir, fast einen negativen Effekt haben. Dass wenn man eben nicht die Noten bringt, dass man sich dann so doppelt als Loser fühlt. Ja, Verstehe ich. genau, ich finde das immer manchmal so, wenn man zu jemandem sagt, ach, du könntest doch das und das werden und so, das macht einen so ein bisschen Druck, weißt du, oder? Das ist so dann, Ja, da wird so die eigene Vorstellung auf den Gegenüber gepflanzt. ja, genau. Genau, und ja, dann mit 15 ungefähr kam ich dann auch in den ersten Kontakt mit illegalen Drogen. Der Krass. erste Einstieg, genau, Cannabis. Mit Freunden, aber wir haben da ein bisschen die Jugend ausgelebt und jedes Wochenende mit Alkohol und Cannabis gefeiert. Was nachher sich kurze Zeit später, so mit Ende 15, was mir dann passiert ist, ist, ich habe einen alten Grundschulfreund kennengelernt, und der war dann in dem Alter schon total mit den Partydrogen in der Szene. Und hat mich dann auch, ich möchte jetzt nicht sagen animiert, aber motiviert vielleicht sogar, mal Ecstasy oder Speed und so auszuprobieren. Und ich bin total anfänglich gewesen dafür. Ich habe dann so eine kleine Freundesgruppe, haben wir uns gebildet, und Cannabis wurde quasi fast zum Alltag, und Ecstasy und Speed wurde zum Wochenende. Und ich weiß noch, als ich Sommerferien hatte und ich da wirklich jeden dritten Tag oder mindestens zweimal, dreimal die Woche dann Ecstasy genommen habe. Und Auch total dumm. Total ja, dumm. total. Kenne ich auch. Ich hatte auch mal in meinen wilden Zeiten so ein ganzes Samtsäckchen von 60 Pillen bei mir zu Hause und habe, das hatte ich ja schon mal erzählt, zur Jahrtausendwende. Ich hatte ja, wenn ich dich mal kurz unterbrechen darf, mal so ein Na bisschen, klar. ja, komme ja eher so aus der Rockmusik, muss man sagen. Bin eigentlich relativ spät zu den Beats gekommen. Und ich habe mir hat sich Techno erst erschlossen, als ich Ecstasy genommen habe. Ja, und hatte da halt Okay. auch so ein Samtsäckchen voller 60 Pillen, hatte ich geschenkt bekommen sogar. Und die habe ich mir wirklich täglich dann reingeballert, habe mich ins Bett gelegt, habe mich eingemummelt und habe dazu Techno gehört. Und das war mein Trip. Ja. Ach, krass. Und ich meine, es ist ja komplett sinnlos. Also dreimal die Woche eine Ecstasy-Pille, erstens knallt es gar nicht mehr, zweitens schlitterst du ja massiv in so eine Depression auch rein. Ja, okay, also okay, mach weiter. Ja, genau. Und ja, mit 16 dann, also es war dann die 11. Klasse. Und die Eltern, haben die das mitbekommen, dass du nicht Ach mehr so, regelmäßig zur Schule gehst? Das muss ja auch Auswirkungen gehabt haben. ja, da kann ich kurz drauf eingehen. Also meine Mutter ist alleinerziehend gewesen, und also so wie ich mir das so ein bisschen erkläre, ich glaube, meine Mutter hatte auch ziemliche Schuldgefühle, dass jetzt mein Vater nicht da ist, und wollte mir die Erziehung so gut machen wie möglich. Problem wurde, ich habe keine Wertschätzung gelernt. Mir wurde alles abgenommen. Dir Ich wurden musste keine nie, Grenzen gesetzt. genau, ich musste niemands Zimmer sauber machen, ich musste nichts machen, und ich konnte, also ich konnte mit meiner Mutter leider umgehen, wie ich wollte. Ich hatte keinen Respekt, ich war total frech, und meine Mutter hat den Konsum nicht toleriert, aber es war noch drüber, dass sie gar nichts dagegen machen konnte, dass ich konsumiere. Das sind auch Sachen, die gehen dir heute nach. Ja, auf jeden Fall. Und das ist so schade, dass ich jetzt da nie so wirklich die Dankbarkeit und Wertschätzung gegenüber meiner Mutter gelernt. Also mittlerweile lerne ich es, aber damals so gar nicht wahrgenommen habe.
Weil Aber du, alles für. das finde ich doch ganz wichtig, dass ich sag mal, es ist ja nie zu spät. Weißt du? Ja. Und ich denke, du warst damals auch ein Heranwachsender. Man erfasst ja gar nicht, wie das Leben ist. Und man denkt halt, es ist so normal, wie man es halt gerade erlebt. Heute mit etwas älteren Jahren merkst du halt, was da passiert ist. Und ich finde es Ja. total okay, dass du sagst, ja, ich erkenne das heute. Und darum wertschätze ich meine Mutter heute vielleicht doppelt so mehr. Ja, also ist ja nie Ja. zu spät. Das wollte ich nur mal kurz mal sagen. Okay. Okay, also Genau. grenzenlose Jugend, Ja. irgendwo, naja, vielleicht auch eine hilflose Mutter, ja, die, Ja. sag ich mal, dir dein Leben ermöglichen wollte, vielleicht auch keinen Stress haben wollte, auch mit sich selber zu tun hatte, fehlende Vaterfigur, man kennt das ja alles. Und da bist du komplett abgedriftet. Ja, also komplett, so dass ich auch mit 16 dann die erste Abhängigkeit entstand gegenüber Cannabis. Und ja, das war komplett täglicher Konsum, Wir waren in hat der 11. mich, Klasse stehen geblieben. ja, in der 11. Klasse sind wir gerade, genau. Und da habe ich jeden Tag Gekifft. gekifft, ja, Vor der und Schule. nee, vor der Schule nicht, ich bin ja dann gar nicht hingegangen. Ach so, stimmt ja. Du bist ja gar nicht zur Schule Ja, gegangen. Okay. also wenn ich denn hingegangen bin, ich konnte nicht kiffen in der Schule, wäre ich zu paranoid gewesen irgendwie. Also ich konnte nicht so in der Öffentlichkeit kiffen. Aber wenn du mehrere Tage nicht in die Schule kommst, das muss ja irgendwann das Ordnungsamt auf den Plan treten. War das Ja. bei euch so? Nee, also meine Nee. Mutter hat mich krank geschrieben immer. Ah, okay. Also sie hat dich, oh, sie hat es letztendlich auch gedeckt. Ja, genau. Also Okay. ich war nicht, ich hatte nie unentschuldigte Fehltage. Okay. Das war immer alles, ja genau, aber Ja, man ja. kann ja keinen Vorwurf machen. Das sollte jetzt nicht so rüberkommen. Nee, Ja. nee, nee, Okay. nee. Gut. Also mit 11 eigentlich schon aus der Schule raus und sich komplett weggeknallt. Ja, genau. Hab dann die 11. Klasse auch abgeschlossen. Bin dann, also ich habe dann die 11. Klasse beendet, das Gymnasium. Einfach, ja. Ich erstaune, dass ich das überhaupt irgendwie dennoch beendet habe, weil wenn ich das jetzt so reflektiere, dass ich da noch überhaupt das so geschafft habe, das war ja die Corona-Zeit, das hat mir so ein bisschen in die Karten gespielt. Es war eher alles Homeschooling-mäßig, so ein bisschen. Ja, genau. Ja. Ja, da habe ich das ja noch abgeschlossen und Aber was heißt denn abgeschlossen? Macht ihr Abi in der 11. Klasse? nee, also das ist ja dann quasi das Theoretische der Fachhochschulreife. Ja. Und die 12. Klasse wäre dann das richtige Abitur? Also es ist halt von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, ja. Das ist Ja, das kann sein. das ist so. Ja, also ich Ja. meine, in Bayern haben sie 13 Klassen, wir haben hier 12 Genau. Klassen. Okay, anyway. Also Ja. hast irgendwie es doch noch hingekriegt, einen Schulabschluss zu bekommen. Ja, ich habe tatsächlich mit 2,6 abgeschlossen. Also das Oh. war alles, das, ja, das ist. Hast du gar nicht verdient. Nee, eigentlich nicht. Ja. Wie gesagt, Aber ich freue mich für dich. danke. Ja. Wir brauchten eine Punktezensur quasi in jedem Fach zu der Corona-Zeit. Und da habe ich halt einfach irgendwie dann ein bisschen so mir gedacht, jetzt haust du mal eine Note in jedem Fach raus, damit du da wenigstens ein bisschen was hinbekommst. Und dann hat sich das zum Glück so Kann ergeben. man sagen, dass einem das Abi in der Corona-Zeit so ein bisschen hinterhergeschmissen worden ist? Ja. Ja, okay, Ja. krass. Aber ich fand auch für die Schüler oder für die Jugendlichen damals war es auch irgendwie eine doofe Zeit. Man Auf wurde jeden total sozial, man hatte keine Freunde so richtig. Fall. Also, Da wird noch vieles aufzuarbeiten sein, ja, was in diesen Jahren ja. eigentlich mit der Jugend in dieser Sturm- und Drangzeit, wo man eigentlich um die Häuser zieht, so passiert ist. Ja. Ja, also Substanzmissbrauch ist natürlich durch die Decke geschossen. Auf jeden Fall. Da bin ich nämlich auch mit 16 zu den psychedelischen Drogen gekommen. Und ich glaube, das ist so, dass eins der. Ja, ich weiß, was jetzt kommt. Dann, genau. Ich weiß, was jetzt kommt. Jetzt kommt wieder mal ein Horrortrip auf LSD. Ja, und Ketamin Und zusammen. Ketamin. Also. Dann bitte, ich lehne mich zurück. Das Popcorn steht bereit. Let's go. Ja, okay. Also das war so ein traumatisches Ereignis, dass ich auch genau das Datum noch weiß. Es war der 21. Dezember 2019, ungefähr 1:30 Uhr, als ich dann auf 400 Mikrogramm LSD mit zwei Freunden nach Hause kam. Und wir vorhatten, oder ich hatte vor, eine Nase Ketamin zu ziehen, eine kleine. Also nur so, dass man dann irgendwie so ein bisschen, ja, warum auch immer, wenn man dann halt so war. Und dann war mein Nasenloch verstopft auf einer Seite. Und ich habe jetzt gedacht, wenn ich ich war halt so drauf, ich habe einfach gezogen und dann gemerkt, oh, es geht ja gar nicht durch. Und dann habe ich eine zweite Leine durch mein zweites Nasenloch genommen. Ja. Dann haben wir auf Netflix
Ready Player One geguckt. Oh, ist natürlich auch ein krasser Film. Film für LSD, finde ich. Ja, Ja. total heftig. Und dann fing es an, wenn ich ein bisschen darüber rede, es kommt auch so ein bisschen Angst drüber. Kriegst du schon Schweißausbruch schon wieder? Ja, so ein bisschen, Mach weil easy, mach easy, Buddy. das Problem war, ich lag dann im Bett und auf einmal, ich kann dieses Gefühl nicht entschreiben. Ich würde es jetzt so erzählen, dass es auf einmal, es kam eine Panikattacke auf LSD und die kam dann so ganz kurz, so 5 Sekunden ging dann weg und dann bin ich und dann habe ich so auf die Decke geguckt, bitte kommt das nicht mehr wieder, bitte kommt das nicht mehr wieder. Und dann bin ich in so eine Schleife reingekommen, wo ich dann total getrippt habe, total gedacht habe, ich werde sterben und eigentlich 2 Stunden lang, so lange wie das Ketamin gewirkt hat, ungefähr eine permanente Panikattacke hatte, die sich dann so geäußert hat, dass ich geschwitzt habe am ganzen Körper, kreidebleich wurde. Ich war noch beim Verstand und konnte so sagen, was gerade in mir, oder konnte gerade fühlen. Aber ich dachte, Das war's jetzt. also ich dachte, das war's, weil ich Panikattacken kenne, die so 10 Minuten gingen, danach dann auch erst, die dadurch entstanden sind. Aber Wo waren deine Freundin zu dem Zeitpunkt? neben mir im Bett, die waren, also wir haben da gechillt und Ja. die haben nicht das Ketamin konsumiert. Wir hatten so eine, wie es auf LSD so ein bisschen ist, so eine telepathische Verbindung. Die haben gemerkt, mit mir stimmt was nicht. Ich konnte aber nicht sagen, dass es mir gerade schlecht geht. Ich konnte es einfach nicht sagen, weil ich dachte, wenn ich jetzt sage, mir geht's schlecht, werden die genau das gleiche empfinden wie ich. Und das will ich keinem Menschen und das wollte ich dann niemandem antun. Und die haben gemerkt, irgendwas ist falsch. Aber ich glaube, die haben auch verstanden, die wollen mich nicht fragen aus eigenem Schutz oder so. Also es war so ganz vertrippt. Ja, also schon wieder so total grotesk auf LSD, so ein Ja, bisschen. genau. Jeder weiß Ja. Bescheid, aber auch irgendwie nicht. Und also ich finde, ich muss dir sagen, auch wenn ich heute die Gelegenheit hätte, ja, ich würde keinen LSD-Trip mehr schmeißen. Also Nee. ich weiß auch nicht, also wir haben das früher, wenn du den Kanal ein bisschen schaust, wir hatten ja früher die ganz blöckeweise, diese Hoffmann 2000er. Ja. Ja, und haben die ja auch täglich geschmissen. Also das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Ja. Ich meine, das ist ja auch lebensgefährlich. Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay, Ich bin auch weiter. Ich bin bei dir. so. Du liegst im Bett. Ready Player One war schon vorbei oder lief der noch? Nee, das habe ich nachher gar nicht Ach so, mehr. gar nicht mehr Also gecheckt. Du warst irgendwie, völlig raus. nee. Ja. Ich war völlig. Mit dir Ich war. beschäftigt. Ja, genau. Und ja, also dieses Setting, was man da auch hatte, so nachts, dunkel, kalt, einfach nur in so einem kleinen Kinderzimmer, sag Ja. ich mal. Ach komm, Also ja, total. wo die Wände auch immer näher kommen, kann ich mir so vorstellen. Ja. Ja, also furchtbar. Ja, gut. Und Ja. also mein erstes Mal LSD war auch im Keller, im tiefsten Winter, und wir haben die Bibel gelesen. Also so total Sachen, wo man sich denkt, was und Warte mal, da musst du mich nochmal mit abholen. Also der erste LSD-Trip im Winter im Keller und ihr habt da meine Bibel gelesen. Komm, erzähl mal was davon, das ja, klingt mega. ich weiß nicht, ich glaube, mein Kumpel Hannes, mit dem ich das gemacht habe, ist auch im Chat. Wir Ja. haben uns Zuckerwürfel geholt, das erste Ja. Mal. Wir waren bei einem, den wir kennengelernt haben, waren wir oben in der Wohnung und da waren dann drei seiner Eltern und ein Kumpel, die haben dann Speed konsumiert. Wir dachten schon, okay, komischer Haushalt, aber er meinte, ist normal hier, die Eltern konsumieren. Oder was heißt komischer Haushalt? Aber so ein Nicht Haushalt die halt, Norm. Ja, okay. genau, nicht die Norm. Und die sind dann wirklich 80 Minuten zu Fuß gegangen, glaube ich, hin und zurück, um uns dann, was hatten wir, 5 oder 4 Zuckerwürfel betrüffelt mit LSD zu holen. Für Die Eltern. 20 Euro. Genau, die Eltern. Wahnsinn. Und wir Okay. waren da 16 oder so. Ja, okay. Sage ich mal Und nichts dann dazu, aber haben, mach weiter. ja, Ja. dann haben wir beide einen Zuckerwürfel genommen, sind dann mit Fahrrad so in Richtung zu uns gefahren, wo wir denn hin wollten, und haben nicht so viel gemerkt und haben uns, glaube ich, dann noch eingeteilt. Großer Und Fehler, großer Fehler. ja, und dann begann der Trip und das war eigentlich total cool. Da war es hell, wir sind draußen mit Fahrrad gefahren und wir haben total gelacht und es war total cool. Man hat den Wind Und gespürt, ich dann, finde auf LSD und so, man spürt den Wind so total krass auf der Haut, am Körper, ja, irre, ja. ja, total krass. Und dann wurde es aber so dunkel und kalt und dann sind wir irgendwie in den Keller rein, weil wir keine Wohnung hatten. Und da wollten wir auch mal rausgehen, aber es war so kalt. Und dann waren wir da eigentlich quasi im Keller unten, saßen in so einem wirklich ganz, also nicht mal in Kellertür, sondern in so einem Kellerdurchgang, wo eigentlich auch die ganze Zeit Leute hätten kommen können. Und saßen da so Wand an Wand und hatten die Bibel uns vorgelesen und wir haben nur gefeiert die ganze Zeit, aber es war total vertrippt.
Und Habt ihr beim Alten Testament angefangen? Bestimmt. ja, Ja. ich glaube schon. Ja. Mein Kumpel hat immer das Buch aufgeschlagen und hat irgendwas vorgelesen und wir haben total gefeiert. Und es war halt lustig. Problem Wo war, hattet ihr die dass. Bibel her? Oh, das weiß ich nicht. Also, ich glaube, die war von dem, wo wir im Keller waren, der hat das da von oben mitgebracht, warum auch immer. Also, da kann ich mich nicht dran erinnern. Problem war bei meinem Kumpel, der hat dadurch eine Psychose entwickelt, weil er eine Veranlagung hatte. Genau, aber und bei mir war es dann erstmal so, ich habe LSD kennengelernt und dachte, okay, wenn man das jetzt mal wirklich im Sommer irgendwie so nimmt, ich habe nicht gedacht, dass ich 16 bin und das total dumm ist, aber ich dachte so, das kann man ja dann mal machen. Und so hat sich das dann auch weiterhin entwickelt. Also mein Horrortrip war, glaube ich, das fünfte, sechste Mal LSD. Also das hat sich Okay, dann. ja, also man kannte es schon, man hatte die Ja. Arroganz, ich kann ja damit umgehen, Ja, ja, genau. und da ziehe ich jetzt auch mal eine Leine Ketamin dazu, ja, Ja. so, und dann liegst du in dem Bett, gehst völlig ab, wie ging der Abend dann weiter mit dem Horrortrip? Ja, dann hat das LSD, dann hat das Ketamin nachgelassen nach ungefähr 2 Stunden und dann ging mein Zustand auch, also es war komplett vorbei. Also es lag wirklich am Ketamin, glaube ich. Also manchen sagen bestimmt ein K-Hole was, aber da war ich jetzt nicht drin. Also so doll auf Ketamin, dass ich weg war. Aber das Ketamin hat nachgelassen und dann war ich auch so erschöpft. Also ich dachte, bin Marathon gelaufen, dass ich auch sofort eingeschlafen bin, weil das so heftig war für den Körper. Und dann bin ich nächsten Morgen aufgewacht. Meine Freunde sind sofort los und ich habe, glaube ich, erst mal eine halbe Stunde durchgeweint, weil ich gedacht habe, was ist mir da passiert? Also es war so traumatisch, dass ich Hat sich angefühlt geheult wie eine habe. Vergewaltigung. Ja, ich kann es jetzt nicht vergleichen, aber Ja, war es es ein ist krasses Bild, aber ich meine, es war ja ein Trauma, könnte man sagen. genau. Und daraufhin haben sich Angstzustände total gebildet, Flashbacks, das war so das Schlimmste, als hat man wirklich so eine posttraumatische Belastungsstörung. Beschreib doch mal so ein Flashback. Ich meine, das erzählt man immer, Flashback, aber wie fühlt sich so ein Flashback an? Ein Flashback fühlt sich an, also irgendwas im Alltag erinnert dich an den Trip zurück und du kommst so in dieses Trip-Empfinden rein. Also ich komme und meistens habe ich mich so reingesteigert in eine Panikattacke. Und ich habe dann zum Beispiel irgendwie Cannabis gerochen oder so, halt irgendwas Psychedelisches. Oder habe irgendwie ein Video gesehen, wo so ein bisschen visuelle Effekte sind. Und immer hat sich in mir so was gesteigert. Und ich musste dann, die ersten Male waren ganz schlimm, bis ich dann aber irgendwann gemerkt habe, mein Körper hat sich daran gewöhnt, das ist dann immer nur so eine kurze Panikattacke und bleibt nie wie auf dem Trip. Und dann wurde es so ein bisschen besser. Aber es war, also ich bin dann immer aufgestanden und kaltes Wasser irgendwie ins Gesicht, dass ich total einen anderen Reiz mir setze. Und ja, Aber ist ja und auch furchtbar. Ist ja auch ja, furchtbar, total. weil man ist ja umgeben von solchen Triggerpunkten. Und man muss einfach feststellen, und ich denke, das ist auch das Dramatische daran, es hat sich irgendwas verändert. Ja. Dauerhaft. Ja. Ja, das ist schon hart. Und ich bin dann quasi kleben geblieben. Also ich hatte dann die bleibenden, also nicht so wie in dem Ausmaß, aber ich hatte bleibende Halluzinationen. Zum Und was wie zum Beispiel, dass du siehst, dass der Teppich schwimmt oder sowas? also jetzt nicht so warm, also dass ich mir jetzt einen rosa Elefanten sehe, aber ich gucke an die Wand und es ist wie auf Fraktale. LSD, Ja, es dreht sich alles, so verschwimmt alles. ja. Oder ich habe überall Punkte gesehen Ja, so und verstehe. genau. Ja, und das war dann quasi erstmal so mein Alltag danach, worauf ich dann auch gar nichts genommen habe. Also ich war total clean, ich habe mir nicht mal getraut, irgendwie eine Kopfschmerztablette zu nehmen, weil ich so paranoid war, dass ich dachte, da ist jetzt irgendwas drin, was das wieder auslösen könnte. Ich habe gar nichts genommen. Ich kam auch im Alltag dann, ich hatte nicht so permanent psychotische Zustände, aber ich hab total das nicht verarbeiten können. Ich war total damit beschäftigt. Ja, und mit meiner Mutter auch geredet und wir haben dann erst so überlegt, ob man das therapieren müsste oder so, aber dann irgendwie so gedacht, ja, dann ist das jetzt so und so. Also auch irgendwie dann nicht so ernst genommen, ganz komisch. Also ich konnte damit selber überhaupt nicht umgehen. In dem Alter, ich wusste das nicht, was ich jetzt machen soll. Ja, und dann war ich ein halbes Jahr clean. Und dann kam Die der OP erste wieder. Kontakt Ja. mit Medikamenten. Ja. Und als ich das erste Mal Oxycodon konsumiert War habe, dein Einstieg in die Opioide gleich Oxycodon? nee, der Einstieg war Tilidin. Tilidin, von dem ich aber nichts gemerkt habe, weil ich es retardiert genommen habe. Also ich hätte es nicht klein gemacht. Und dann war es gleich Oxycodon.
Und dann hat sich irgendwie mein Leben eine Tür geöffnet, wo ich nie gedacht hätte, dass sie sich öffnen würde. Also, Beschreib mir das mal. ich hab die Opioide genommen und ich dachte, das ist jetzt ein Medikament, was gegen ein Angststörung Trauma halt. hilft Ja. und gegen eine Angststörung hilft, was Ja. mich total verarbeiten lässt. Dabei hat es einfach alles nur gestillt und vergessen. Also ich Es hat dachte, damit kann betäubt. ich jetzt, genau, ich dachte, damit kann ich mich jetzt therapieren, damit ich das verarbeiten kann. Vielleicht So hat war es sich auch das deine Ausrede, angefühlt. um es schmeißen zu können. Na Bestimmt, klar, ist bestimmt. doch so eine Ja. Selbstverarsche. Ja, genau. Und ja, dann halt auch Benzodiazepine, ne? Also wegen die Angst halt. Aber ich mochte Opioide immer viel mehr. Also ich hab die geliebt. Ich habe mich so doll in die verliebt, das kann man sich nicht vorstellen. Also das ist, oder man kann sich's vorstellen, aber ich habe, also es war krass. Und da entstand dann so ein langsam schleichender Prozess in der Sucht. Also das war dann ungefähr von Mitte 2020 bis so Ende 2021, wo ich einen regelmäßigen Konsum hatte, der dann aber pro Monat immer viel, also gestiegen ist, bis ich dann irgendwann Ende 2021 wirklich körperlich jeden Tag auf Oxycodon und Tilidin zusammen war. Genau. Aber macht Und das denn dann, Sinn, Oxycodon und Tilidin zusammenzunehmen? ich weiß nicht, also bei mir hat das, im Nachhinein habe ich mir gedacht, totaler Quatsch. Finde ich auch, ja. Ich habe es damals gemacht und es war heftig, also, oder es war geil. Also, Ja, beschreib mir doch mal so einen typischen Tag von dir damals. damals innerhalb der Sucht, Ja. genau, da habe ich Berufsschule gehabt und das war Ende 2021, Corona-Zeit, nur Homeschooling, morgens aufgewacht. Ich bin immer früher aufgewacht, Weil du dich schon drauf also, gefreut hast. weil ich total Ich Vorfreude kenne hatte. das, du. Um es kurz zu sagen, ich habe ja Opium geraucht, 2 Jahre. Ja, okay, Ja, krass. ja. Also meine einzigen Opiat-Erfahrungen, ist ja ein Opiat-Opium, ist Ja. halt Rauchopium vom Iraner. Ja, also Ja. ich kenne diese ganzen Opioid-Geschichten überhaupt nicht, Gott sei Dank. Aber bedingt durch meinen ja, schon strengen Opiumkonsum, das ging ja 2, 3 Jahre täglich auch, weil das wirst du mir ja beipflichten. Opiate und Opioide nimmt man, wenn, dann täglich oder nicht. Ja. Ja, und das schreibe ich. Genau, bin ich früh um 4 aufgewacht, nach mir, yes, jetzt bist du früh um 4 wach, alles noch dunkel, die Stadt Ja. schläft. Und dann habe ich Oh mich im ja. Dunkeln an einen Rechner gesetzt, ja, und habe dann angefangen, ich hatte damals so ein Bunsenbrenner, man muss ja dieses Opium muss man ja verdampfen mit so einem glühenden Ja. Draht. Und du kannst da ja wirklich Stunden zubringen. Da sitzt du früh um 4 im Dunkeln, die Stadt erwachst und du ziehst dir, wenn ich daran jetzt denke, kriege ich schweißige Hände, ja. Und du dampfst so ein Gramm Opium weg, dann ist es um 5, halb 6 und dann ist es um 6 und du gehst auf die Straße, bist voll da, was mir ja nie einer glaubt. Es aber schon einige Male hier auf dem Kanal bestätigt worden ist. Opium, Rauchopium aktiviert extrem. Es ist nicht so, dass du da sabbernd in der Ecke liegst. Also ich denke, gut, wenn du 3 Gramm jetzt rauchst, vielleicht. Aber ich habe es immer als absoluten Antrieb genommen. Ja, kenne ich von Opioiden. Genau. Also, Also das ist so eine Dosisfrage. Ich finde, wenn man das gut drauf hat, also ich bin sogar auf Opium in der Muckibude. Ja? ah, okay, Und krass. Ja, gut. hab auf Opium Bankdrücken gemacht. Ja, dann nimmst du halt nicht so wahr, wie das Gewicht schwerer wird Ja, und wahrscheinlich, ne? Also nimmst du die dadurch habe ich mir aber die rechte Schulter Schmerzunterdrückung. ein bisschen hochzuschossen. Ja, Ja, okay. also anyway, gut, weiter. Ich wollte mal sagen, alright, was auch so Ja. meine Facetten davon sind. Ja, und jetzt kommt, genau, jetzt kommt auch so ein Thema, da gehe ich nicht so doll drauf ein, aber da habe ich meine erste Freundin kennengelernt und ich war auch ihr erster Freund. Und um das mal kurz zu fassen, wir waren bis vor ein paar Monaten 3 Jahre zusammen und sie hat von Beginn meiner Sucht bis Ende meiner Sucht alles mitgemacht. Alle Entzüge, die Langzeittherapie, alle Höhen und Tiefen oder eigentlich nur Tiefen. Und um das jetzt mal kurz zu fassen, sie ist jetzt selber in Therapie. Nicht Moment, Moment aufgrund. mal. Also die hat es nicht konsumiert. Nee, gar nicht. Also sie ist in der Lehrerfamilie total Das hat gebildet, nichts zu sagen. Meine schlau. Mutter ist Psychologe, mein Vater war Gymnasialdirektor. Also, Achso, okay. ja. Das ist jetzt keine Gut. Kinderausrede, ja. Nee, Genau. nee, nee, aber sie hatte gar keine, mit Sucht gar nichts zu tun. Und entschuldige, und du sagst gerade selber in Therapie, meinst du durch die ganzen Geschichten mit dir oder ist das eher was anderes? Ja, Ja, also ach ich habe ja. sie in der Sache abhängig gemacht, nicht von Substanzen, sondern emotional. Und
das kann sie nicht verarbeiten. Sie kann nicht verarbeiten, wie sehr sie sich aufgegeben hat für einen Menschen, nur damit es ihm besser geht. Wie sehr sie hat so viel von mir erwartet, weil sie selber so viel für mich getan hätte. Und es war so, als wäre sie machtlos. Sie wollte mir immer helfen, sie wollte immer für mich da sein. Und ich habe die Opioide mehr geliebt als sie. Und das konnte sie bis jetzt nie. Oder ich weiß nicht, wie es ihr geht. Sie musste mich überall blockieren und meine Familie, damit sie gar nicht mehr irgendwie Erinnerungen an mich hat. Ich Klingt konnte nach mich auch einer noch. toxischen Beziehung. Ja, ich konnte mich auch noch nie mit ihr ausreden. Das wollte ich so ein bisschen, muss man sich auch Zeit geben. Und ja, Also genau. sie wollte dich retten. Ja. Das ist ja immer so ein Ding und hat es natürlich nicht geschafft, weil das nicht geht. Nee. Okay. Ja, und ich bin halt total, also ich war der Schlimmste, was mir halt auch jeden Tag, wo ich mich so schuldig fühle, ich hab sie beklaut und zum Konsum animiert. Ich wollte, dass sie mitkonsumiert, damit ich nicht alleine bin. Ja. Hab ihr zum Beispiel Oxycodon gegeben. Und ja, wie findest du das? Wollen wir das nochmal machen und so? Und hab in den Hochzeiten nachher am Ende der Beziehung, sie hatte immer ein Portemonnaie, wo sie vom Fußball so Geld drin hatte und habe ihr immer was rausgeklaut. Und dann saß ich mit ihr am Küchentisch, wo sie dann alles das Geld durchgezählt hat. Und ich gucke ihr noch in die Augen und sage, ach, das passt ja alles. Und sie hat mir es geglaubt. Und ich habe jetzt immer diese Erinnerung daran zurück. Und das macht mich so kaputt. Und Das gehört dazu, mein Lieber. Das ist der Preis, den du zahlst, und dieser ja. Preis ist auch wichtig. Und ich weiß, es ist hart, aber ich finde, solche Schuldgefühle, die es ja sind, ja, und auch so ein Scham, ich denke, es ist viel Scham, ja, sind belastend, aber nutze das wirklich, um da die Kurve zu kriegen. Ja, das kann auch eine Kraft sein. Man darf sich von diesen Gefühlen, die ja berechtigt sind, nicht in die Knie zwingen lassen, sondern ich finde, jetzt kommt dann das nächste Level. Es geht jetzt hier viel um Akzeptanz. Ja, das ist meine Vergangenheit, das war ich. Aber du redest ja sehr reflektiert. Und um es vielleicht irgendwie gut zu machen, für sich und für das, was man anderen Leuten angetan hat, musst du jetzt stabil bleiben. Das könnte so ein Auf jeden Lebensziel Fall. sein, so ein Drive, weißt Ja, du? ich habe halt jetzt auch mit in der Zeit auch total die Eigenmotivation entwickelt. Ne? Also damals war es noch so ein bisschen so die Fremdmotivation, für andere das zu tun, aber mittlerweile ist es von mir selbst total die Motivation, das durchzuhalten. Der Kampf ist total hart. Wann sind die schlimmsten Momente? Die schlimmsten Momente sind nach der Tagesklinik immer. Also wenn ich auf dem Weg nach Hause bin, wenn ich abends ins Bett gehe, ich schlafe jeden Abend mit einem Lächeln ein, weil ich einfach total stolz auf mich bin, dass ich den Tag clean geblieben bin und weil ich tatsächlich innerhalb der Tagesklinik oder innerhalb der letzten Monate zur Selbstliebe gefunden habe, was mein Selbstwert so gesteigert hat, dass ich jetzt hier auch so ehrlich und offen reden kann und auch gerade total zufrieden bin. Ich hatte so eine Minderwertigkeitskomplexe, die sich jetzt so langsam oder nicht so langsam, sondern deutlich, deutlich verbessert hat, dass ich auch Leuten mal in die Augen gucken kann, wenn ich rede. Also es geht Ja. vorwärts. Auf jeden Fall. Und ja, ich hatte dann mit Oxycodon so einen exzessiven Konsum, dass ich Anfang 2022 dann in die Notaufnahme kam, aufgrund von dem Entzugssyndrom. Und das war so eins der schlimmsten Entzüge kalt. Ich habe geschrien vor Schmerzen und ich habe die ganze Zeit spucken müssen. Auf jeden Fall war da so dann 2022 Anfang mein erster Entzug. Und ich sag mal, in so einen Entzug könnte man ja in einem Folgestream eigentlich mal wirklich detailliert Ja, reingehen. das könnte man Ja, machen. weil ich sag mal, wir sind jetzt bei 56 Minuten. Das geht Ach schnell, ja, das geht so, schneller rum, als du denkst, ja. Und ich sag mal, wir sind ja heute eigentlich nur sehr grob durch alles durchgegangen, ja, ja. um erstmal so ein Gesamtbild zu bekommen. Aber wenn ich mir deine Nachricht nochmal durchlese, da gibt es ja noch viel mehr. Da gibt es ja noch viel, Ja, viel mehr. Ja, ja. also zum Beispiel so einen brutalen Oxycodon-Entzug, den müsste man wirklich auch mal detailliert besprechen, Ja, finde ich. bin Ja, ich offen für. genau. Und ja, dann lass uns doch die letzten paar Minuten noch klären. Wie ging es dir damit? Was sind deine Hoffnungen für die nächsten Monate? Was muss passieren? Meine Hoffnung für die nächsten Monate, was mich auch sehr motiviert, ist, dass ich meine zweite Therapie, die Kostenzusage bekommen habe. Die steht eventuell dieses oder nächstes Jahr an. Die in der Tagesklinik sind so, haben, ich sag mal so, für Hoffnung und Kulanz, dass sie mich wirklich in der Tagesklinik behalten, bis ich zur Langzeittherapie bekommen kann.
Ist eigentlich mit so Krankenkassen schwierig, aber sie würden mich halt einfach zwischendurch so eine Therapiepause einsetzen. Also da ich, dass ich sehe, dass, also dass andere mich wahrnehmen, dass ich so zielorientiert bin und so motiviert, clean zu bleiben, dass man da Feedback bekommt, dass sie einen unterstützen, das ist so ein tolles Gefühl und motiviert mich auch selbst, weil ich bin in der Hinsicht, habe ich mich nie aufgeben wollen in Bezug da zu der Sucht und bin da immer noch weiter dran am Kämpfen und dass das andere Menschen auch wahrnehmen und mir dafür Bestätigung geben, das ist eine große Motivation. Und du bist auf dem besten Weg, ein gutes Vorbild zu werden. Ja, Ja, oh das ja. muss man ja auch mal sagen. Also das geht mir ja ähnlich. Ich meine, wir haben alle unsere Talsohlen durchschritten. Und wenn man eben die Kurve bekommen hat, wenn man sich aus so einer manifestierten Sucht herausgekämpft hat, was wirklich Monate, Jahre dauert, vielleicht ein Ja. Leben lang, ja, man damit aber offen umgeht, wird man zum Role Model, da wird man zum Vorbild, Ja. da wird man, und das ganz un ganz, ganz, ganz unverkrampft, ja. Also, weil ich finde, wenn man zu seinen Schwächen steht und wenn man sich da auch hart mit sich ins Gericht geht, und das machst du ja, dann kann man da nur wachsen. Dann kann man da Ja. nur wachsen, und der Deal ist aber natürlich, stabil zu bleiben. Auf jeden Sonst Fall. reißt man das innerhalb von Minuten wieder ein. Ja. Und die alten Muster muss man ein bisschen erneuern. Ich genau, Ja, habe ja und auch alles aber jetzt mal jetzt. Hand aufs Herz, der Punkt ist doch, du hast dich doch verabscheut. Die Person hast du doch verabscheut, die sich da Ja. wegballert. Das wolltest du doch gar nicht sein. Ja. Ja? Und das Geile ist, wenn man jetzt so diesen Suchtdruck hat und den überwindet, kann man richtig, also dann sage ich manchmal, Sich auf die Schulter klopfen. ja, und ich beleidige mich in dem Sinne selbst, weil ich diese zweite Persönlichkeit sehe und sage ihr, ich bin stärker in diesem Ja, Moment. genau. Du kannst jetzt nicht mein Leben Genau. überhand nehmen. Du bist zwar da, aber ich bin in dem Moment stärker. Ja, Und genau. das ist auch Das schön. ist ein super Bild. Also da kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie das Engelchen und das Teufelchen auf den Schultern. Ja, wo der Teufel, sage ich mal, der Teufel spricht ja immer in süßen Zungen. Ja, Ja. das ist ja die Verführung. Und ich sag mal, das cleane Leben, das Alltagsleben ist jetzt, naja, ist im Vordergrund erstmal langweiliger, aber dann doch Oh ja. das, ja, aber dann, man labelt es so. Man labelt es so. Es ist aber nicht langweilig. Es ist ja nur langweilig, weil man nichts mit der Zeit anzufangen weiß, die einem zur Verfügung steht. Ja. Und das muss gefüllt werden. Mit Sport, mit ein Instrument lernen, mit Lesen, mit einer neuen Freundin vielleicht, mit Einkaufen für die Mutti vielleicht mal. Und, also, weißt du, was ich meine, ja? Ja, Also, es gibt ja klar. tausende Sachen, wo man das machen kann. Man darf Ja. sich nicht gehen lassen. Man darf kein Dünnbrettbohrer mehr sein, sondern nein, man muss jetzt aufstehen und sagen: Nein, enough. Ich will das nicht mehr. Ja. Jetzt geht Leben 2.0 los. Gut gesagt. Amen, genau. Ja, und das war eine Punktlandung, eine Stunde. Ja. Mein Lieber, kurzes Feedback. Wie hat dir das Stream gefallen? Super. Also erstmalig so erste Erfahrungen machen können und ich glaube, dadurch, dass man total das Empfinden der Zeit verloren hat, das ist empfinde ich sehr positiv, weil man war im Redefluss. Man konnte ehrlich sein, man brauchte sich nicht verschlossen fühlen. Man fühlt sich gegenüber dir, du bist objektiv und verstehst einen. Es war eine tolle Erfahrung und ich bin gerne wieder bereit, mich was zu erzählen. Genau. Willst du ein paar Leute noch grüßen? Ja, ich grüße meine Familie, mein Kumpel Hannes und ja, noch alle, die zugucken. Alles klar. Gut, mein Lieber, du bleibst noch kurz in der Leitung, damit wir uns noch einen Alles klar. Folgetermin ausmachen können. Machen wir. Und wir sehen uns morgen wieder 19 Uhr, meine Lieben, mit einem neuen Stream. Sonntag 19 Uhr, Primetime. Mit mich. Freue mich, wenn ihr dabei seid. Bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out. Ciao.